Ja, herzlich willkommen am Würstelstand beim Bitzinger, Norbert Schneider. Servus. Einer der bekanntesten Musiker Österreichs, der talentierteste auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Norbert, was darf zum Essen sein? Eine Waldviertler bitte. Senf oder Ketchup? Beides. Einen süßen Senf von der Ketchup bitte. Und unbedingt ein Bier dazu. Oh. Ja, das geht Hand in Hand, es muss eigentlich gemeinsam. Ist verpflichtend am Würstelstand ein Bier, oder? Ja, also überhaupt Bier, ich immer sagen lassen, ist es gut für die Stimmen. Ja. Deshalb trinke ich eigentlich nur mehr Bier. Also ich merke dann, es wird noch nicht besser bis jetzt, aber ich bleibe dran. Kommt gleich. Du bist meiner Meinung nach einer der begnadetsten Musiker Österreichs, unbestritten, aber auch einer der bescheidensten, finde ich. Warum ist das so? Ich finde mich gar nicht so bescheiden. Oder? Der Druck geht ziemlich auf die Tube. Ja. Für meine Verhältnisse. Naja, ich mache das schon seit 20 Jahren. Ja. Und die ersten, 10 Jahre auf jeden Fall ziemlich im Untergrund. Und abseits der Medien und des großen Publikums. Und vielleicht lernt man da auch irgendwie ein bisschen bescheiden durchs Leben zu gehen. Ich weiß schon, was das heißt, auf einem kleinen Level Musik zu machen. Aber ich habe es immer zu schätzen gewusst, das zu machen, was mir wirklich Spaß macht. Ja. Und das steht nach wie vor über allem. Über allen Erfolgen. Das ist die Hauptmotivation, meine Liebe zu dem. Und das darf nicht verloren gehen. Das muss die eigentliche Motivation immer bleiben. In Wien geboren, in Prottes, ich habe nachgeschaut, 1400 Einwohner circa, aufgewachsen. Wie war das da in dem so kleinen, lieblichen Ort? Es war ganz spitze. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe 4 Geschwister und bin da ganz behütet aufgewachsen. Wann gab es die erste Gitarre? Die erste Gitarre, da war ich 15, also ich habe mit Geige begonnen. Und alle Kinder durften ein Musikinstrument lernen. Und ich habe mir die Violine ausgesucht, meine Schwester die Gitarre. Und ja, so im Teenageralter wollte ich dann irgendwie eigene Songs schreiben. Und da war die Geigen halt einfach auch nicht mehr so angesagt. Cool, oder? Ja, nicht ganz so. Und meine Schwester hat mir dann die ersten Griffe gezeigt. Du bist Zweiter mal bei der European Blues Challenge in Berlin. Das heißt, du bist Vize-Europameister sozusagen. Ja, stimmt. Wie wichtig ist so eine Teilnahme oder so ein Erfolg? Ich freue mich über alle Preise, auch über die Amadei. Kommen wir dann noch hin, ja. Über die Awards. Das ist immer toll, so eine Auszeichnung zu bekommen, wenn man einfach spürt oder wenn man sieht, das kommt an bei irgendjemandem, das was man da tut und was man da so abstrampelt die ganze Zeit. Also ich will es auch nicht überbewerten. Aber es macht immer Spaß, sowas zu bekommen und es ist immer ein Zeichen dafür, dass es ankommt. Der aktuelles Album haben wir da stehen, Neuaufnahme, sind Songs von Georg Danzer. Genau. Ist das der Hero, kann man das so sagen? Mittlerweile schon. Also vor dem Projekt kannte ich ihn natürlich, aber ehrlich gesagt nur seine großen Hits. Ich komme ja wirklich aus der Blues- und Jazz-Szene und habe mich da jahrelang richtig reingetigert und habe jetzt mit Austropop gar nicht so wahnsinnig viel anzufangen gewusst. Dann kam sein Nachlassverwalter auf mich zu, der Blecki Schwarz, genau, mit dem Projekt und ich bin dann richtig reingekippt halt in sein Werk. Er hat mir dann einen USB-Stick mit 700 Songs gegeben und dann habe ich zum ersten Mal realisiert, was es eigentlich wirklich für ein Songschreiber war. Da sind jetzt Songs drauf, die man noch nicht kennen, glaube ich, ne? Ja, es ist so eine Mischung. So eine Mischung, ich wollte irgendwie dem ganzen Werk halt gerecht werden. Es sind ein paar Hits drauf, es ist sogar Jö Schau drauf, es sind aber unveröffentlichte Songs drauf. Was eine große Ehre war, dass man der Blecki die zur Verfügung gestellt hat. Ein Spitznamen irgendwie der Dandy mit den bunten Socken. Wollen wir das einmal überprüfen vielleicht? Was hast du heute für Socken? Ja? Schau, blaue Strümpfe. Es stimmt aber wirklich, unglaublich. Ja, also ich ziehe das schon durch. Das soll nicht eine Verkleidung sein. Wie kommt man zu solchen Socken? Wo kriegt man die? Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Aber sie sind eh nicht die richtige Wahl, es ist viel zu kalt. Ja. Aber die dicken Socken schauen halt immer so scheiße aus. Also ich kenne mit Orange, Gelbe, mit allem Mengen. Also ja. Der Socken also ist dir wichtig anscheinend. Ne? Überhaupt, ich kleide mich halt ganz gern. Und das schaut halt in meiner Welt, schaut das zumindest gut aus. Und dem versuche ich zu entsprechen. Neues Betätigungsfeld, jetzt bist du auch bei Dancing Stars dabei. Ja, genau. Na klar. Wie kommt es dazu und wie sind deine Tanzkenntnisse eigentlich schon? Also ich wurde angerufen. Ich war sehr verwundert, dass da auf mich kommen. Ich bin ja bis jetzt nicht durch meine grazilen Bewegungen aufgefallen. Nicht, ja.
Aber ob das, ja, ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich habe mir dann so eine Woche Bedenkzeit erbeten. Ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse, gar nichts. Gar nichts? Überhaupt nicht. Bin sehr ungelenkig eigentlich, so ein groß, langer Lulatsch, der sich nicht wirklich toll bewegen kann. Aber ich hoffe, dass ich da einiges dazulerne und dass ich danach meinen Körper so bedienen kann wie mein Instrument. Als gebürtiger Wiener im Weinviertel wohnend und jetzt wieder gerade in Wien zurück, wo sind so deine Lieblingsplätze in Wien? Naja, ich habe jetzt jahrelang im 5. Bezirk gewohnt, bin jetzt wieder übersiedelt, aber der 5. Bezirk, gut, jetzt ist er schon sehr hip geworden in letzter Zeit, aber das ist schon ein schönes Platz. Also um den Margaretenplatz herum, dort gibt es ein paar nette Lokale. Da bin ich jetzt auch eigentlich immer wieder noch anzutreffen. Ich sage einmal danke für das nette Gespräch, aber wenn wir dich schon mal da haben, dann hätte ich gerne auch, dass wir was hören von dir. Nein, sicher nicht. Ja, ich habe die Gitarre zufälligerweise. Zufälligerweise? Und ja, was hören wir? Ich würde Herrgott Schaube auf mich anspielen, wenn wunderbar, du das möchtest. Ich bitte darum. Okay. Herrgott Schaube auf mich. Ich bin allein und weiß nicht wohin. Ich streng mich an und gib mir allerbestes. Mein allerbestes ist nicht gut genug. Herrgott, schau auf mich. Ich kenn einen ganz Stesser brauchen. Wirf mich kurz aus der Bahn. Teil mich durch Intermitten. Und flieg mich nachher wieder zusammen. Herrgott, schau auf mich.